Ein Armenviertel in Mauretaniens Hauptstadt Nouakchott. Habimint Rabah und ihr Sohn haben fast nichts, aber doch mehr als früher. Lange war sie Sklavin einer arabischen Familie. Vor 2 Jahren befreite sie die Organisation SOS Slaves. Am Anfang war es sehr schwer für mich, meine Herren zu verlassen. Ich sah keine andere Möglichkeit für mich. Ich konnte mir nicht vorstellen, ohne sie zu leben. Biram Ultabait arbeitet für SOS Slaves. Nach eigenen Angaben hat er schon mehr als 50 Sklaven befreit. Die Sklaven gehören meist der ethnischen Gruppe der Haratin an. Seit über 800 Jahren werden sie benachteiligt und unterdrückt. Viele von ihnen sehen ihr Schicksal als gegeben an. Wenn man von Sklaven in Mauretanien spricht, spricht man von Menschen, die als Sklaven geboren wurden, die keinen Lohn für ihre Arbeit bekommen, die keine Rechte über ihre Kinder und kein Recht auf Bildung haben. Und wenn es eine Frau ist, muss sie auf Verlangen mit ihrem Herrn schlafen. Messaoud Oldbolkehir gehört den Haratinen an. Seit vergangenem Jahr ist er Parlamentspräsident. Ein Riesenschritt für ihn und die Haratinen. Doch damit begnügt er sich nicht. Nun tritt er zur Präsidentschaftswahl an. Nur weil ich Präsident der Nationalversammlung bin, heißt das nicht, dass die Probleme meiner Gemeinschaft gelöst sind oder dass es Fortschritte gegeben hat. Im Gegenteil, wir tun alles gegen konkrete Fälle von Sklaverei. Die Leute wollen nicht mal akzeptieren, dass die Regierung von Sklaverei spricht. Offiziell wurde die Sklaverei in Mauretanien vor 28 Jahren abgeschafft. Aber erst vor 2 Jahren wurde sie strafbar. Theoretisch drohen hohe Strafen, doch bisher ist niemand verurteilt worden. Habimint Rabah und ihr Sohn sind in Freiheit. Doch tausende andere Menschen im Land leben weiter als Sklaven.